König Heinrich wusste den Brand von Bayeux für sich zu nutzen. Heinrich eroberte wichtige Befestigungen und erkaufte die Treue mächtiger Adliger, um die Normandie aus dem Griff seines Bruders zu lösen. Im Jahr 1106 sollten sich in Tangebret die Ansprüche der Brüder auf die Länder ihres Vaters für immer entscheiden. Die Schlacht von Tinchebrae. Jetzt gehen sich zwei Brüder an den Kragen. Ja, weiter geht's im Familienstreit. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Aber gemäß dem Bild könnte das eine Belagerung werden. Wäre dann die erste. Also das Spiel hat mir jetzt richtig angefixt. Macht gerade richtig Spaß. Speerkämpfer sind die perfekte Konter für Reiter. Good to know. Spielen. Oh. Eine Belagerung. Um die Normandie einzunehmen mit zu wenig Leuten und seinen Bruder Herzog Robert einzukerkern, belagerte König Heinrich die Burg von Tangebret. Doch der direkte Angriff auf die gewaltige Steinburg scheiterte. Da er die hohen Mauern nicht durchbrechen konnte, entwarf der König einen neuen Plan, um seinen Bruder gefangen zu nehmen. Und der da wäre? Heinrich würde Robert zwingen, sein Land zu verteidigen, indem er die Dörfer Martigny und Fresnes verwüstete. Okay. Ja dann, schaffen wir neues Bauland für uns, ne? Tut mir leid, dass ihr da dran glauben müsst. Um Robert aus seiner Festung zu treiben, würden Heinrichs Männer... Es ist ein bisschen bescheiden, dass er da nach vorn gegangen ist. Okay, dann mehr Rüstung. Oh, unser Anführer. Mal wieder. Jetzt sehen wir da die Bogenschützen platt machen. Da gibt's Gold. Gleich viermal. Gut, das dürften erstmal alle gewesen sein. So, ihr holt mir das Gold hier. Das heißt, müssen wir vermutlich hier Dorf aufbauen, oder? Okay, 400 Gold haben wir schon mal. Komm, macht's mal alles platt hier. Die Motivation da bei den Leuten. Sechs, sieben, acht, also die zwei da noch. Oh, nice, noch mehr Gold. Das Dorf Martigny war zerstört. Doch Robert kam nicht aus der Burg, um Heinrich entgegenzutreten. Sondern? Heinrich musste den Einsatz erhöhen. Als nächstes nahm er das Dorf Fresnes ins Visier. Okay. Mit genügend Gold würde Heinrich Verstärkung von Verbündeten aus der Gegend kaufen können. Oh, nice. Heinrich erhielt Nachricht, Robert habe ein neues Heer angefordert, um seine Stellung in der Burg zu verteidigen. Heinrich würde diese neuen Streitkräfte eliminieren müssen, bevor sie sich mit der Garnison von Tangebret zusammenschließen konnten. Heinrich bezahlte seinen Verbündeten Tresnik. Dann stehen wir schon mal richtig. Dafür ein Regiment Soldaten. Okay, alles werden wir wieder gruppieren auf die 1. Hier kommt's auf die 2.
yetteth he ready for his fourth Lord de Frankis, mid Balmanis. Und los geht's. Au, 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 das glaube ich könnte jetzt für uns wehtun. Oh, das war ein Pferd. So, jetzt mal auf die Bogenschützen hier. Sehr gut. Ja, wir brauchen, glaube ich, mehr Einheiten. Hatte Heinrich den Versuch seines Bruders, oh, die noch Verteidigung mehr Gold. Der Burg zu verstärken, vereitelt. Fünf Speerkämpfer, fünf Bogenschützen, 20 Bogenschützen. Heinrich schickte Gold an seinen Verbündeten in der Bretagne und dieser schickte im Gegenzug Truppen, die seine Reihen verstärkten. Da hat er so nichts mehr. Gut, jetzt warten wir, bis die mal da sind. Von der Formation her könnten wir eigentlich mehr Keilform machen. Wie stehen sie denn dann da? Vorstoßen, nein, bewegen sich zum Ziel und greifen Gegner an, der sich bewegt wird. Vorstoßen auf feindliches Gebäude oder ein Händen. Okay. Ist. Okay, also mit Linksklick. Weg ist aber der richtige. Ah ja. Okay, dann gibt's mal volles Pfund aufs Maul. Kennt noch jemand das Zitat? Das ist gar kein Hindernis. Okay, das mit Vorstoßen ist eigentlich nur ziemlich geil. Kommt mal hier weiter nach vorne, bitte. Kannst du mal das Gold hier holen? Ich will das Gold hier. Oh, Leute. Ah, ihr macht mal diese Formation. Und das Gold hätte ich auch gern noch. Hat sie sonst, glaube ich, hat sie nichts mehr. Hier kannst du mal in die Richtung laufen. Okay, dann haben wir hier noch ein paar Reiter. Hier kommt es auch noch da. Ne, ich glaube, das war's mit dem Gold. Das Dorf wurde durch Heinrichs Armee dem Erdboden gleichgemacht. Heinrichs Provokationen hatten sich bezahlt gemacht. Oh, das heißt, wir kriegen jetzt da Besuch. Robert endlich seine Burg, um sich seinem Bruder auf dem Schlachtfeld zu stellen. So, und ihr kommt bitte auch daher. Und ihr auch. Jetzt glaube ich, müssen wir schnell sein, wenn wir hier Stress kriegen. Oh shit. Die sind gut. Kommt ihr? Na, scheiße, ihr kommt bitte auch daher. Von der Formation her. Bitte so. Ich schau
sehr gut. Oh, und da kriegen wir jetzt Stress. Oh, der Angriff. Besser ja, der Robert. Ihr begreift, jetzt mit die da angreifen, bitte. Nein, unser König! Okay, sehr gut. Ah, ich will so gerne die Kamera drehen. Okay, jetzt ist nur noch der Robert dran. Das wird er nicht überleben. Ach, gefangen. Ey, der ist aber da umgekippt. Okay, und jetzt ab in die Stadt, oder? Ah, wie langweilig. König Heinrichs Taktik, Robert ins Freie zu locken, war aufgegangen. Heinrich nahm seinen Bruder gefangen und die Normandie gehörte ihm. Ja, und der wurde nicht geköpft damals oder sowas ähnliches. Hat man doch gern gemacht. Oder für immer im Gefängnis, nachdem es der Bruder ist. Okay, gut, das war die Schlacht von Tinchebrae. Jetzt gibt es gerade einen kurzen Cut und dann geht es weiter mit der nächsten Mission. Die Söhne Wilhelms hatten ihren langwährenden Streit über die Normandie entschieden. König Heinrich entriss seinem Bruder die Herrschaft über das Gebiet. Doch König Ludwig VI. Von Frankreich erkannte Heinrichs Erben nicht als zukünftigen Herzog der Normandie an. Heinrichs fragile Macht stand vor ihrer ersten großen Prüfung. Eine Invasion des französischen Königs. Die Schlacht von Brémil. Ja, ist ein Streit vorbei und dann geht's mit dem nächsten weiter. Eine zufällige Begegnung auf den Feldern der Normandie führt König Heinrich I. in die offene Feldschlacht gegen Frankreichs berühmten König. Okay. Sprich von der Belagerung in den großen Krieg. Bin mal gespannt. Aber wirklich ruhig haben wir es nicht. Und los geht's. Ein schwelender Bauernhof im umkämpften Gebiet zwischen der Normandie und Frankreich verkündete den Beginn einer französischen Invasion. An der Spitze der riesigen Armee stand König Ludwig von Frankreich höchstpersönlich. Ein englischer Späher informierte unverzüglich König Heinrich von England, der noch unterwegs war, um seine Grenzen zu verteidigen. Als sie von der Bedrohung hörten, flohen die Dorfbewohner und Wachen aus ihren Siedlungen und suchten Schutz in der Festung Fleury. Okay, halt sie Ach, da unten. Okay, also ihr alle. Der wichtigste Befehl der englischen Streitkräfte in der Normandie lautete nun, die Stadt Fleury zu halten und auf König Heinrich zu warten. Okay, erstmal Dorfbewohner. Das gehört auch noch uns. Soll ich die opfern? Ihr könnt schon mal ein bisschen was entwickeln. Das sind keine Dorfbewohner, alles noch da vorne. Ihr macht's Gold, ihr macht's bitte Essen. Ah, und da haben wir dreimal Kasernen. Okay, ich hätte gern Truppen. Aber wir haben zu wenig Nahrung. Das sind die anderen, was hier kommen.
Auch als das Dorf Cressonville fiel, lag die Hoffnung der Engländer allein darin, okay, die machen hier alles platt. Des Königs zu halten. Ihr kommt bitte hier hin. Und dann werden wir jetzt die hier auch mal retten. Für die Nahrung hier mal diese Schafe, oder sind das Steinböcke? Übrigens, so habe ich rausgefunden, wie man die Kamera drehen kann. Da hat sie hier die Buttons. So, alle auf die Nahrung, wir brauchen Truppen. Die Stadt Granville fiel unter dem Ansturm der Franzosen und die Engländer wurden nach Fleury zurückgedrängt. Oh oh, ich glaube, die werden drauf gehen. Aber wir auch, wenn wir jetzt nicht endlich mal Nahrung kriegen hier. Ihr bleibt bitte da. Und ihr bitte alle mal auf die Nahrung. Und dann noch mehr. Ah ja, Bogenschützen. Sehr gut. Ihr bleibt mal hier. Der Speer kann mal hier hin. Für den habe ich keinen Nutzen. Noch nicht. Wieder Goldstein hätten wir hier auch. Stein könnte man dann zum Verkaufen nutzen. Jetzt haben wir 14 auf der Nahrung. Und da ist der Angriff. Wie groß ist denn diese Armee hier? Ach du Heilige! Das ist die große Armee. Okay, hier kommt's wieder rein. Hauptsache, das eine Haus steht hier noch. Oh Mann. Ich brauche mehr Truppen. Wir können hier schon mal eine Mühle hinpflanzen. Ich würde sagen, da. Inklusive Feld. Aber zuerst die Mühle, bitte. Ach du Heilige. Das schaffen wir ja nie. Ich hätte die Sonderfunktion einsetzen sollen. Und es könnte sich gerade noch ausgehen. Verstärkung. Wo? Ah, da. Da. Helft's hier mal. Ja, wollt sie nicht mehr nach da vorne? Ach. Da er wusste, dass König Ludwig den Feldzug selbst anführte, sah Heinrich seine Chance, Englands Anspruch auf die Normandie ein für alle Mal geltend zu machen. Erobern. Ach, jetzt wieder alles zurückerobern. Okay, also alle beide und... Oh, wir brauchen viel mehr Truppen. Okay, hier bleibt es alle mal davor und zur Verteidigung. Und dann brauchen wir... Wie Holz könnt ihr... Was ist das mit dem Holzfäller? 50 Holz brauchen wir dafür. Shit. Noch ein paar mehr Dorfbewohner. Und einer von euch muss dann auch noch... Wir müssen auch noch Häuser hier bauen. Bitte Holzfällen. Und du kannst schon mal auf das Feld. Du gehst auf das Feld. Was
ist alles Holz. Hä? Ach so. Der Bauernhof da vorne, der interessiert uns weniger. Hier geht's mal diese Position da. Und dann werden wir hier sagen, Position halten. Damit die da nicht weglaufen. Wird es mit dem Holz nochmal was? Okay, 5 Leute da drauf. Und jetzt machen wir hier gerade das Holzfällerlager. Und Feld braucht auch 50. Warum habe ich... Das ist ein Speer, oder? Ja. Also jetzt habt ihr nichts mehr zu tun da. König Ludwig war entschlossen, die Engländer aus der Normandie zu vertreiben und begann Angriffstruppen gegen König Heinrich und dessen Streitkräfte zu entsenden. Okay, das sollte jetzt ganz schneller gehen. Du bitte ein Feld. So ein Blueprint-Modus wäre ganz cool, dass ich ein bisschen vorbauen könnte. Oh ja. Shit. Bevölkerungslimit erreicht. Schicken dann nochmal 3 dahin. Dann haben wir 9, 107 pro Minute, 214. Okay, Häusle bauen, die machen wir gerade mal hier. Und hier noch ein Feld. Das könnten wir jetzt einmal upgraden, dann geht das hier schneller. Ah, da sind sie ja. Ja, Gott sei Dank sind es nur so kleine Gruppen. Nice. Okay. So, Felder aber da ausbauen. Hier. Und hier bitte. Ich hätte hier gerne noch ein Haus. Du baust das nächste. Können wir eigentlich hochgehen? Ja, das können wir. Und das kostet uns 1200 Essen. Ach du Heilige. Hier machen wir auch mal die Upgrades. Ja gut. Können wir eigentlich gerade da hinten alles vollpflastern. Each timber face. Okay. Da läuft das letzte Upgrade noch. Okay. Bogenschützen und ein paar Pferde noch. Und dann werden wir den ersten Vormarsch machen. Nach da, weil da hat es auch Gold und Stein. Und vielleicht sind noch ein paar Gebäude da. Das wäre natürlich sehr gut. Was ist das? Verteidigung Ping. Senden Sie die Verteidigung Ping an die Verbündeten. Ach so, das wird dann später mal interessant. Oder mit Mitspielern. Okay. 170 haben wir jetzt. Und das bauen wir noch ein bisschen aus. Veteraneinheit brauchen wir Ritterzeit. Ritterzeit. Für das brauchen wir 1200 Nahrung. Okay.
Ritterzeit, das ist nur verjagt. Brauchen wir auch nicht. Was das mit dem Holz so langsam geht? 340. Können wir sonst noch hier was machen? Nee, Belagerungstürme brauchen wir glaube ich nicht. Ja, und die nächste. Also für was macht der hier einen Rambock? Für die Holzdinger. Muss ja eh nichts aushalten. Aber ich glaube, wir könnten langsam mal los. Wenn wir das mal... Wieso verlieren wir manchmal den Rahmen? Haben wir jetzt 97 Einheiten. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung da. Ah, da. Vorstoßen. Machen wir es mal so. Damit sie die Leute auch angreifen. Das brauchen wir auch nicht. Okay. Ja, die gehen eh langsam vor. Dann bauen wir hier die Nachhut. Ja, was ich mit dir machen soll. Wir könnten die Nahrung noch mal ausbauen. Ich glaube, das bauen wir... Guck mal hier daneben hin. Ihr bitte rennen. Hier immer. Ja, jetzt wieder keine Nahrung. Ich würde es gerne vorab schon mal einreihen können. Das wäre Träumchen. Armbrustschütze. Panzerbrechend. Das wird mir aber schon sehr gefallen. 1200 Nahrung. Ja gut, dann müssen wir da ein bisschen hinsparen. Ihr macht's bitte ein Feld. Und Feld. Und dann holen wir uns hier nochmal drei. Wir brauchen echt eine anständige Armee für das. Ach, die schon wieder. Komm, du zu meiner mithelfen. So, mehr Schutz. Ach, die kommen alle aus dem Lager hier, oder? Oh, 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 jetzt gibt's Stress. Aber auf dem Pferd mit der ganzen Lanze zu kämpfen, das kann doch nicht praktisch sein. Du musst doch aufs Schwert dann wechseln. Das war jetzt aber auch kein Hindernis, muss ich sagen. Habe ich mir jetzt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Okay, so, die noch für die Nahrungsproduktion. Okay. Gut, dann nehmen wir mal die erste Stadt ein. Wir sagen jetzt hier mal vorstoßen. Da so rein. Ich glaube, die Ritter hier sind ziemlich mächtig. 240 Trefferpunkte. Und sehr gute Rüstung.
Das sind nur Speer. Okay. Das ist vermutlich so ein bisschen Trash halt, ne? Okay, aber stehen hier noch die Häuser? Das ist sehr gut. Nice. Oh, und Goldhals auch. König Heinrichs Männer es ist ja ein Fest. Die französischen Streitkräfte und eroberten die Stadt zurück. Mit Kasernen. Nice. Ah, dann machen wir gerade nochmal Arsenal-Upgrades. Ihr könnt mal da Gold sammeln. Oh, da jetzt auch Nahrung. Okay. Ich hätte gern drei von euch. Ihr geht's mal hier rein. Und dann hätte ich gern einen Turm hier. Für die Flanke. Dann hätte ich auch gern drei von euch da in der Nähe. Nice. Und die Hauptarmee platzieren wir jetzt mal hier. Oder hier so in der Mitte. Ja, schon geht's los. Ah, shit. Komm, macht sie platt. Das war eine sehr gute Idee mit dem Turm, muss ich sagen. So, hier können wir jetzt auch noch weiter produzieren. Das ist natürlich sehr praktisch. Wir werden jetzt aber hier noch sagen, wir sollen die Position halten. Position halten. Der ist jetzt auch gleich mal fertig. Wie sehen wir da unten aus? Okay. Gut. Und ihr drei da rein. Und mehr Schutz hier. Oh, jetzt greifen sie aber stärker hier an. Aber wenn er so weitermacht, hat er keine Armee mehr. Das wird sein taktischer Fehler sein. Gut, hier mal platzieren. Ja, und der nächste Speer. Hier bitte noch weiter. Ah, ich hätte schon gerne den Armbrustschützen. So, hier kommt es auch mal hierher. Und dann schicken wir mal die Verstärkung nach da oben. Wie geht's da mit den Steinen? Da haben wir noch, genügend. Okay. Können wir es aber auch nicht beschleunigen. Das ist nur für den Stein hier. Ah doch, Holzsammelrate. Habe ich das übersehen? Speer. Na. Dann würde ich mich aber auch langsam mal weiter trauen. Wie schaut die Armee jetzt aus? Das ist immer noch ziemlich dick. Was heißt denn ihr königlicher Ritter? Und das da hinten sind einfach nur normale Reiter. Nee, ich glaube, ich hätte noch gerne ein paar mehr Leute. Weil ich glaube, die Ritter treten uns ordentlich in den Arsch.
Bogenschützen haben wir jetzt dann langsam mal genug, würde ich sagen. Wir könnten schon mal proaktiv Häuser bauen. Hatten wir zwei dazu. So, ihr dürft auch mal einen Dauerlauf nach da oben machen. Ist was, wir bauen hier oben noch eine Kaserne. Baue ich die hier hin? Ja. Na, vielleicht gerade drei. Hä? Hier unten? Naja, okay. Soll uns mal nicht stressen. Du dann da vorne, du auch da vorne. Wie schaut's aus mit den Reitern? Die gut zum Plündern für Flankenangriffe, schwach gegen Nahkampfeinheiten. Wenn wir mal ein bisschen mehr auf Nahkampf gehen. Gut. Wenn jetzt die da noch oben sind, bitte entschuldigt, dann glaube ich, probieren wir es. Also zuerst müssen wir sowieso das eine Dorf da noch irgendwie kriegen. Komisch, ich glaube, wir haben das Limit von 200. Führungskapazität erreicht. Ich glaube, wir müssen wieder eins hoch. Okay. Jetzt mit den zwei Häuser. Ah ja. Also, die mal alle markieren. Steuerung 1, 152. Dann alle Bogenschützen auf die 2 für die Spezialfähigkeit. Aber die anderen haben ja nichts, ne? Nö. Gut. Ja dann, auf los geht's los. Ich glaube, es ist aber immer noch zu wenig. Das muss man sich erst mal trauen als Einzelner gegen so eine Armee. Eigentlich kann ich sagen, vorstoßen nach da. Schön bisschen in der Formation drin bleiben. Ich glaube, ich müsste mal wieder Total War spielen. Kannst du was trinken? Wieder nur die Speer. Ah, da, jetzt kommt mal was Anständiges. Hätte gern mehr Schutz. Besten Dank. Sehr nice. Na dann sammeln wir hier das Gold noch. Hatte, stand König Heinrichs Anspruch auf die Normandie nur noch ein Hindernis im Weg. König Ludwig und dessen Armee. Auf den schlichten Feldern um Bremühl würden die beiden Könige ihren Streit um die Normandie austragen. Guck mal jetzt. Was ist denn da unten? Ach, die paar Einheiten da. Okidoki. Ach, und hier jetzt auch wieder. Ja, greift sie halt an.
Ach, die Superhelden hier. Bitte alle Informationen. Oh ja, jetzt gibt's Stress. Die laufen aber irgendwie nicht auf mich zu. Ach da, doch jetzt. Ja, bitte irgendwie vor, dass das alles auf einmal ist. Ihr könnt auch mal kurz hier helfen. So, und alles wieder auf die 1. Okay, ich hätte gerne noch Verstärkung. Ihr alle drei da. Ach komm, geh du mal da Gold machen. Das sollen wir erstmal produzieren. Okay, und wir könnten eigentlich auf die 3. Stufe. Vorbei. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen es jetzt einfach. Wow. Er mit seinen Spielen tut schon ein bisschen hart nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. So, los geht's. Kommt er von selber oder muss ich reinlaufen? Oh. Jetzt glaube ich geht's los. Oh, vielen lieben Dank für den Follow. Coole Sache. Für das, dass ich eigentlich gar nicht streame, sondern das jetzt gerade so aufnehme. Wir bräuchten eigentlich unseren eigenen Typ für Flankenangriffe. Gerade da hinten jetzt die Bogenschützen sind jetzt nervig, aber ich glaube, das überleben wir nicht. Nö, ich glaube, das wird nichts. Hätten sie den Anführer? Ja, ich dachte es mir schon. Komm, tut sie mal retten. Und du kommst mal hierher. Okay. Ihr drei schickt die Truppen bitte alle hier hin. Und die zwei kommt hier nach oben. Ja, ich habe schon fast gedacht, dass das nicht reicht. Aber mit einer zweiten Welle sollte das dann eigentlich klappen. Ich glaube, wir kriegen auch schon Besuch. Hm, Mensch. Haben wir einen Marktplatz? Schaut nicht so aus. Mal hier unten ein. Ja, da. Könnte man eigentlich ein bisschen Nahrung kaufen. Okay, das ist alles fortlaufend. Zieht sich halt jetzt. Technologiestufe 3, glaube ich, hätte sich rentiert.
Alleine haben wir schon die Truppen aufrüsten können. Ihr zwei. In das Dorf ziehen wir dieses Bergfried. Bauen wir mal hier rein. Ja, das kann ich ja ruhig niederfackeln. Das interessiert mich weniger. Wir brauchen viel mehr Nahrung zu kaufen als nur mehr. Wir werden das Holz verkaufen. Nahrung kaufen. So, dir. Okay, wie viel haben wir jetzt hier? 57. Was hat denn er hier noch so stehen? Ja, doch, ein paar braucht man mehr. Flüssig ohne Kampffähige kann Reliquien aufnehmen, feindliche Einheiten bekehren und... Einheiten bekehren? Das ist jetzt aber noch interessant. Könnten Ritter machen. Sobald wir jetzt im dritten Zeitalter sind. Ja, was haben wir denn jetzt hier am Bogenschützen? 15. Und dann nochmal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich freue mich schon, wenn es hier dann Mods gibt, was dann alles rauskommt. Also vor allem dann auch von den Karten und von den Einheiten her. So, die sind jetzt dann auch gleich mal fertig. Dann können wir die Einheiten upgraden. Ja, fast wieder die ganze Armee hier. Das ist da, das würde ich gerne mal abstellen. Auf die Dauer nervt's. So, kaufen, kaufen, kaufen. So, also mit dem Trupp probiere ich es jetzt nochmal. Oh ja, neues Zeitalter. Aufwerten. Weil für die neuen ist, glaube ich, eh nicht gilt. Ah, für die alten, Entschuldigung. Nicht genügend Rohstoffe. Gut, dann. Wobei, wer weiß. Jetzt kaufe ich nochmal ganz gute Nahrung hier. Kann ich hier noch was machen? Geharnischt. Oh. Ja, Waffe kriegt schwere Nahkampfinitiative. Das ist ja mal cool. Also kann ich hier auch Einheiten ausbilden. Ihr seid jetzt ein bisschen spät. Aber haben die jetzt ein Upgrade schon gekriegt? Das ist noch Stufe 2. Ah ja, Tatsache. Kriegt, das geht also auf bestehende Einheiten, das Upgrade. Also habe ich gar Gold mehr. Sind die da unten noch? Ja. Eigentlich Holz verkaufen. Die Armbrustschützen könnten wir jetzt auch machen. Wird produziert. Das hätte ich auch noch gern. Der hat uns Zufall Angriffsreichweite. Oh, jetzt wird es tödlich hier.
Okay. Das ganze Spiel nochmal. Also das Marschgeräusch, das finde ich schon ein bisschen sexy. Warum ist hier so viel rot auf Home? Das ist wegen dem hier. Ja, ich vermute mal. Das können wir aber erstmal ignorieren. Der versucht die ganze Zeit hier das Kloster kaputt zu machen. Ob wir hier rauf können und zum Überraschen dann runter? Oh nein, schaut euch das mal an. Neue Lanzen. Die schauen also mal aus wie Ritter hier. Okay. Lauft's dahin. Sehr cool. Okay. Jetzt doch mal alle auf den König Ludwig, bitte. Ah, ich kann ihn gar nicht direkt angreifen. Hä? Aber der lebt doch noch. Fern der Heimat, doch durch ihren König bestärkt, erzwangen die Engländer die Kapitulation der Franzosen und schlugen König Ludwig samt seinen Rittern in die Flucht. Okay. Mit dem Sieg für die Engländer in diesem spontanen Gefecht war es König Heinrich gelungen, das Land seiner Vorfahren für die englische Krone zu erobern. Nice. Wieder eine Partie fertig. Okay, was habe ich jetzt daraus gelernt? Unbedingt Einheiten upgraden. Weil die in der ersten, glaube ich, nicht so gut sind. Oder ja, haben wir gesehen, dass sie nicht so gut sind. Und ich sollte vielleicht mit mehr Taktik arbeiten, das haben wir aber auch bei den anderen Episoden schon gesehen. Also gerade so ein Flankenangriff für die Bogenschützen, das wäre noch interessant. Das probiere ich beim nächsten Mal. Gut, das war's mit der Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Follow, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.